So, so, so. Ich wusste, dass es hier was gibt. Bücherregal, wo ist das Bücherregal? Da. Bams. Da ist nämlich jetzt ein Klebestreifen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder zum College. Jetzt müssen wir irgendwann ein Lösungsmittel finden. Kristallkugel. Glas. Lösungsmittel, jawohl. Damit reinigt er manche Funde. Das scheint zu wirken. Hey, da ist ein Schlüssel dran. So, und damit reisen wir jetzt sofort wieder zu Henrys Haus und schauen mal, was in der Truhe ist. Ein altes Buch. Das ist ein Tagebuch, das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Ah, ja. Okay, was sagt uns das jetzt? Ich glaube, ich weiß, wo man es einsetzen könnte, theoretisch. Nach Venedig. Woran werden wir diesen Doktor schnell erkennen, wenn wir ihn sehen? Vielleicht kennt er uns. Dr. Jones? Ja. Ich wusste, dass Sie jetzt sind. Sie haben Ihres Vaters Augen und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen den Rest machen, wenn Sie was Sie wollen. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Marcus Brody? Ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Oh. Was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr nicht zwei ohne, nicht ohne mich hin, ohne mich los? Ich würde gerne eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Markus. Dr. Schneider, Sie führen. Im Film geht er mit. Da will er keine Gondelfahrt machen. Er will seinen Freund Henry retten. Dies ist die Bücherei. Sieht da eher aus wie eine Kirche. Sie haben ganz recht, es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nur kurz bevor Ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, ob wir hier bleiben können. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Entschuldigen Sie, mein Herr. Entschuldigen Sie! Hallo Sie! Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Ja, und weg ist er. So, wir gehen aber noch nicht in die Bücherei selbst rein. Wir holen uns erst noch ein paar Sachen, die wir gleich in den Katakomben brauchen. Ja, der ist sehr cool. Das schauen wir uns mal an. Fressack. Seine Tischmanieren sind scheußlich, aber sein Appetit ist phänomenal. So, wir schauen uns den Tropfen mal an hier. 1924, ein sehr schlechter Jager. Wem erzählen Sie das? Darf ich abräumen? Nur zu, es war ein scheußlicher Wein. Gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist, dass wir das andere Buch dabei haben. Na, werden wir ja sehen. Peitsche, kleine Schlüssel, Weinflasche. Mit Brunnen. Nun, die Flasche ist voller Wasser. Das brauchen wir nachher. Und jetzt müssen wir in der Bibliothek noch was suchen. Ein Buch über den Führer, über Adolf Hitler müssen wir suchen.
Dad hat überall nach römischen Ziffern gesucht. So, wir nehmen das jetzt alles mit. Ich nehme erst die rote Kordel ab. Und dann das. So, dann schauen wir mal ins Gral-Tagebuch. Ups. Man beachtet die Detailtreue in der Zeichnung des Schilds, des Teils darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit den römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein? Folge dem dritten von links. Wo sind denn hier die römischen Ziffern? Achso, hier. Es sind drei Symbole eingehauen. Dritter von links. Die römische 7. Na. Und die 9. Dem dritten von links. Gut, das können sie da viel bedeuten. Schauen wir uns das Fenster an. Schauer an Fenster. Sieht sehr ähnlich. Wenn wir das richtige Fenster uns anschauen, sagt er, das sieht genauso aus. Das werdet ihr ja gleich sehen. Genau, das ist es. Wir brauchen erst das Buch über den Führer. Da, das nehmen wir mit. Das brauchen wir nachher im Schloss. Das ist die eine Biografie über Hitler. So, dann schauen wir uns das mal an. 5, 3 und 9. 6, 8 und 1. Was haben wir hier noch? Achso. Gut. Den dritten von links. Heißt das jetzt das dritte hiervon? Also die 9? Oder... Ach, wisst ihr was? Ich probiere einfach die 9 aus. Metallpfosten. Drei Versuche haben wir. Hör! Hör! Ich hole jetzt so ein Riesending aus. Hör! So, ich vermute mal, es ist jetzt falsch. Was war das für ein Krach? Hey, Sie da! Bleiben Sie stehen! Und... Oh, richtig! Tadam! Lieber nicht. Da wartet noch die Wache auf mich. Sehr schön. Wir sind jetzt in den Katakomben. Und jetzt suchen wir erstmal nach dem Schild. Blum, blum, blum. Oh, überall Wölfe, überall Wölfe. Ah! Rote Augen! Ah. Na, lauf! Wo läuft der denn hin? Na? So. So, wir müssen noch ein paar Sachen finden, bevor wir jetzt dann weiterkommen. Genau, wir müssen den Haken einmal mitnehmen. Dann gehen wir da hinten raus. Spasti. Hier rein. Ja, hier brauchen wir jetzt die Wasserflasche. Es hat den Schlamm gelöst. So, jetzt was machen wir? Wir ziehen erstmal natürlich dran. Deshalb braucht man die Weinflasche. Hoppla, die Weinflasche ist zerbrochen. Ja, das ist jetzt aber schlimm. War nichts weiter. So, gehen wir erstmal hier rein. Da geht's zurück. Wir wollen erstmal hier rein. Richtig, erstmal darüber. Richtig, hier sind jetzt Inschriften über den Gral. Das sieht aus wie ein paar Inschriften. Einen Augenblick. Das kenne ich doch. Ja, es ist eine Beschreibung des Grals. Das Tagebuch meines Vaters hat recht. Entweder der Bericht der Äbtin Hildegard von Bingen oder die Zeitungsausschnitt über das neue Evangelium ist die richtige Beschreibung des Grals. Okay. Cut.